Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir hier zur Mühle angeschlossen, die da oben ist. Und jetzt wollen wir noch gucken, dass wir den zweiten vielleicht noch dazu kriegen. Und das ist hier. Und da müssen wir mal schauen. Ja, das ist... Ach nee, das ist ja die zweite Mühle. Nee, da sind wir auf dem Holzweg. Das ist verkehrt. Hier unten, das ist er, ne? Den Hof wollen wir da dran haben, so. Ne? Norddeutsche Mühle, das wäre die doch, ne, oder? Jop. Passt also. Jetzt müssen wir noch gucken, Statistiken. Ne, warte, wir sind falsch, wir müssen auf die Haltestelle, da müssen wir welche Linie, das ist die hier bedient, oder? Linien, die sind Getreide, Döbeln, Süd, Deutscher Getreidehof, Mühle. Döbeln, Süddeutscher Getreidehof. So, dann da hoch zum Depot. LKW auswählen. Lass uns mal kurz hier, vielleicht gibt es ja was Neues, weiß man ja nie. Gerste. Jetzt hat er natürlich Geflügel genommen, ist klar. Gerste ist aber wohl immer noch das gleiche in Grün hier, ne? Ja, sieht so aus. Obwohl der Unimog, der wird auch gehen, ne? 53, 15, ja, ich glaube, wir nehmen den Unimog. Der da dran, und es würden zwei gehen. Wir haben aber da noch eine Haltestelle, ne? Lass mal gerade gucken. Da wird aber auch eine zweite hintergehen, und da sind schon zwei, also ist das eigentlich machbar. So, dann kommt der noch auf Linie. Getreide, Döbeln, Süddeutscher Getreidehof, Mühle, der müsste es sein. Und das kopieren wir noch zwei, dreimal. Und dann Start, Start, Start und Start. Jetzt müssten wir gerade gucken. Da kommt ja jetzt gerade einer raus von denen, ne? Ob der da unten vollgeladen wird oder nicht, ne? Der Unimog ist ja nicht lang. Vielleicht reicht einer halt länger. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Konnten wir bestimmt sehen beim Kauf. Lassen wir mal gerade schneller laufen. So, jetzt ist er da, kriegt ab und jetzt ist er hier irgendwo in der Schlange. Verfolgen wir den mal gerade. Und jetzt kommt er dran und kann er beides aufladen oder nur einen? 10 Tonnen nur. Der Anhänger kriegt nichts mit. Das heißt, wir müssen hier gerade erweitern. Gut. Ist aber halb so wild, ist schnell gemacht. Jetzt fährt er vielleicht einmal. Ne, er fährt beide mal. Okay, dann passt es auch. Ah ja, er wartete auch voll, ne? Das war die Vorgabe wahrscheinlich. So, hat funktioniert. Dann können die auch alle weiterfahren. Und ja, da sieht man, dass es auch verschiedene Sachen da drin sind. Gerste und Weizen wahrscheinlich. So, das ist beim... Oh, schon zu spät. Naja, egal. So, damit haben wir das auch erhöht und verbessert. Die Frage, was machen wir als nächstes? Wir hatten abgehakt, dass wir von der anderen Seite das Getreide holen. Das hat es nicht gebracht. Dann würde ich sagen, machen wir hier erst zu. Schauen einmal hier in die Bilanz rein, wo wir das so selten machen. Die sieht aber noch gut aus. Und dann gucken wir in den Fahrplan. Ne, Fahrplan nicht, das ist Blödsinn. In die Liste mit den Fahrzeugen. Und gucken nach Gewinn. Schiff ist immer noch verlustreich. Welcher Mercedes fährt hier durch die Gegend? Stadtbus Lauter. Oh, hier ist was dazugekommen. Man könnte das ausbauen. Ja, machen wir, denke ich. So, gucken wir gerade, wie groß die, obwohl der Einzugsbereich ist nicht wie groß. Aha, das ist also auf der Seite. Das heißt, da muss er hin. Straße. Und darüber. Ich glaube, da reicht, ne? Und Bushaltestelle hin. Jupp. Sieht gut aus. Und dann müssen wir die Linie ändern, dass der da richtig lang fährt. Ne? Das können wir offen lassen. Linie ändern.
Der war das, ne, oder? Stadtbus Lauter, da ist er. So, und der kommt von wo? Helmgasse oder Moosgasse, müssen wir gucken. Er fährt zur Moosgasse und zur Helmgasse. Dann machen wir da ein Einfügen hin. Und er fährt dahin. Obwohl, ne? Ne, ich glaube, das machen wir nicht. Wir hängen das einfach hinten dran, ne? Und fahren dann einmal zum Rathaus, wenn, ne? Ja, machen wir so. Er fährt dann Lauter Helmgasse, Rathaus, Lauter. Wie heißt die? Bergsonstraße? Bergsonstraße. Dann fährt er wieder dahin. Ja, das lassen wir so. Das ist die bessere Alternative, denke ich. So, das war der Stadtbus Lauter. Der Stadtbus Radolf Zell hat keine neuen Gebäude. Der muss also so weiterfahren. Dann haben wir Stadtbus Adenau. Da ist noch alles abgedeckt, aber ich glaube, da wächst am meisten die Stadt. Ja, weg. Riedenburg. Touristische Ziele haben wir dann. Touristische Ziele sind gerade hier. Ist super abgedeckt. Und Riedenburg selber ist hier und da wächst gerade was. Und wahrscheinlich können wir da nichts bauen, weil wir dann im Wasser landen, ne? Ja, das wäre. Hier wäre das, ist gar nicht mal so unwegig. Ja, machen wir dahin, ne? Müssen wir nur ein bisschen Land gerade ziehen. Machen wir. Straße hin. 2 und Fahrstation hin. Und alles ist gut, oder? Mal abgedeckt, Fahrplan ändern und dann geht's los. Riedenburg kriegt dann da auch schon wieder eine neue Stelle. Wenn ich hier drauf gucke, ne, kriege ich dann nicht. Ne, kriege ich dann nicht. Drücken wir lieber hier drauf, ne? Riedenburg touristische Ziele ist der da. Linie ändern. Und zwar von der Riedenburger Walnussgasse zum Tempel. Da einfügen, bitte diese. Und vom Tempel zur Walnussgasse auch nochmal einfügen. Dann passt das. Fertig. Und das ist er, ne? Jo. Jetzt fährt er noch einmal vorbei, ist klar. Er muss ja den neuen Plan holen, ne? 18, 13. Da ist nichts passiert. 7, einer, 4, 5. Okay. Nix los, nix los. Nix, nix, nix. 2. Und 4 Stück dazu. Wow. Ah, da schau her, was da passiert ist. Ist auch gerade mal eben so eine schicke Kapelle da hingekommen, aber die können wir wahrscheinlich nicht direkt abdecken, ne? Dahin, dorthin und ist mittendrin, ne? Das ist jetzt richtig doof, ne? Muss also daneben. Ja, ist halt so. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür ist es groß genug. Müsste man da natürlich gucken, müssen wir mal gerade die Karte drehen, dass man da was hinmacht, was, ne, nicht zugebaut ist dann. Straße zum Beispiel könnte man da hinbauen. Ich mach das mal, ne? Da können da keine Häuser gebaut werden. Machen wir mal hier so eine Hauptstraße hin. Kostet uns jetzt allerdings ein bisschen Geld, aber das soll nicht so wild sein. Gut, vielleicht können wir auch mal später irgendwie irgendwas anderes bauen. Schiffsanleger hier noch extra oder so. So, dann müssen wir aber die Linie auch ändern. Nochmal.
Nach der Begonienweg, nach dem Begonienweg müssen wir dann noch mal hin, ne? Und da sollten dann mehr mitfahren. Und hier vor dem Begonienweg müssen wir das einfügen, ne? Passt, passt. Verfolgen wir den und lassen gerade wieder schneller laufen. So, der fuhr noch vorbei, ist klar. Kannte er noch nicht die Strecke, 23, da war nichts los. 13, 7, 14. Und da waren vier dabei. Da war nichts los auf dem Hinweg. 2, 5 und 5. Okay, das wird sich hier entwickeln, das ist definitiv klar, ne? Und dann wird auch der Bus vielleicht ein bisschen besser da fahren. So, wen haben wir denn hier? Zuckerrüben, ne? Läuft nichts bei den Zuckerrüben. Da liegt nichts. Ja, 457 kann das sein. Zucker 400 von 402. Verbrauch Zuckerrüben. Der Zucker kommt nicht weg, kann das sein? Ist das hier der Zucker-LKW? Wahrscheinlich, ne? Dann muss der. Oh, jetzt ist es der nicht. Der steht ja da oben schon. Nicht laden. Fährt er weiter, weg. Und er holt jetzt die 12 Paletten rein, oder? Nein, ist es auch nicht. Da muss irgendwo anders noch was sein. Ich glaube, der hat aber auch nicht genug Ladefläche da, oder? Kann das sein? Also der fährt jetzt mit dreien weg. Zuckerrüben werden, glaube ich, auf der anderen Seite angeliefert. Ah, da können wir mal gerade reinklicken in die Zuckerrübenfabrik. Also die kriegen das. Großbäckerei. Lieferung kommt von da. Da wird nichts produziert, wegen, wie gesagt, wollen nichts da oben. So, dann gehen wir noch mal zur Großbäckerei. Da muss ja da was nicht stimmen, oder? Ja, da fehlt das Mehl. Kommt da jetzt was? Nö, da kommen jetzt gerade Eier. So, jetzt ist gerade Mehl gekommen. Okay, damit gearbeitet. Dann geht auch der Zucker runter. Kein Mehl da. Wir müssen Mehl holen. Das ist das Entscheidende. So, Mehl bedeutet. Hier sind wieder so viele Sachen. Ist das auch von da aus? Jo, beide Mehl. Mühlen sind damit angeschlossen. Und jetzt ist die Frage, wo läuft das hin, ne? Siebenunddreißig Paletten zum Markt. So. Auf dem Markt wird aber gar kein Mehl gebraucht, sondern es wird umgeschlagen. Und hier sind 264 Paletten Mehl. Und die müssen dann wiederum zur Großbäckerei. Hat gerade auch einer was mitgenommen. Ist das der? Ich denke ja. Linie Backbahn Adenauer Radolfzell. Ja, da müssen wir definitiv vielleicht noch mal was draufsetzen, denke ich. Mehl. Den. Fahrplan.
Bagwan, Adenauer, Adolf Zell. Machen wir drei dazu. So, sollte dann laufen. Na, den habe ich jetzt nicht erwischt, weil der an der Bushaltestelle gerade war, ne? Das ist er, ne? Aber falsches Ziel. Fahr du mal erst zum Markt, mein Guter. Der ist es nicht. Na super. Das ist genau den ich brauche. Der muss auch umdrehen. So, und einen brauchen wir noch. Der ist aber schon weggeflitzt. Oder der da? Ne. Der ist hier oben schon, oder was? Genau so ist es. Ist noch einer davon? Getreidebrauerei, ne? Ach, das ist er hier, ne? Der fährt auch schon voll dahin, dann passt ja. Wenn ich jetzt einen nicht erwischt habe, dann fährt einer halt leer durch die Gegend. Kann auch passieren. So. Das haben wir. Was haben wir hier? Mehl, norddeutsche Mühle. Ja, das macht er ja schon. Zucker, Döbel, Adenauer. Ja, der fährt da auch lang. Ja, und die anderen sind jetzt so la la la. Ne, so. Geht so. Könnte schlimmer sein, ne? Gut. Dann haben wir das aber auch erst mit dem Mehl. Sollten wir mal irgendwann beobachten. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.